Der Callcenter Crusher grüßt euch zum heutigen Video. Die drei Firmen, die mich heute anrufen, stoken sich dermaßen dilettantisch durch ihr Skript, dass es eine wahre Freude ist. Hört es euch an und versucht mal daraus schlau zu werden. Da mich die Kritik erreicht hat, dass man manchmal schlecht erkennt, wann ein neuer Anruf beginnt, habe ich seit heute mal ein Geräusch eingespielt, das mit Büroarbeit mal so gar nichts zu tun hat. Ihr werdet es erkennen, da bin ich mir sicher. Nach dem Intro geht's los. Hallo. Hallo, guten Tag. Spreche ich mit Herrn Reinhard Stecken? Ja, wer ist da bitte? Jack. Mein Name ist Marcel und ich rufe Sie von der Sigder-Plattform. Sie haben angemeldet für unsere Bitcoin-Systeme mit der Kryptowährung. Haben Sie noch Interesse in den Finanzmarkt? Ja, habe ich ja. Okay, weil heute wir haben einen Neujahrsbonus und dieser Bonus ist 100%. So, wenn Sie machen die Minimum-Deposit auf 250 Euro und Sie startet mit 500 Euro in Ihre Konto. Haben Sie gelesen, wie alles funktioniert in dieser Plattform? Nee, denn das ging ja nicht weiter. Ah. Okay. So, ich bin hier zu erklären, wie alles funktioniert. Ja, dann erklären haben Sie mal. Ja. Haben Sie Erfahrung? Bei was? Erfahrung in die Finanzmarkt und mit dem automatischen System. Was nochmal bitte? Sie sind sehr schlecht zu verstehen. Okay, haben Sie Erfahrung in diesem Bereich mit dem Finanzmarkt, mit der Kryptowährung? Nee, das habe ich nicht, nee. Okay. Wie alt bist du? Wieso du? Wir kennen uns nicht. Würden Sie mich bitte siezen? Siebten. Verstehen Sie Deutsch? Bisschen. Sprechen Sie Englisch? Nein. Nein. Sie rufen in Deutschland an. Ja, ich spreche Deutsch, aber meine Deutsch ist ein bisschen schlecht. Ein bisschen sehr schlecht. Ja, ein bisschen sehr schlecht. Ja, und? Was nun? So, wir haben ein automatisches System. Das ist ein Roboter und dieser Roboter anstatt sich an der Finanzmarkt handelt. Er kauft Aktien oder Kryptowährungen so gut wie möglich, damit sie profitieren können. Nach der Aktivierung ihrer Account, sie bekommen kostenlos von uns einen persönlichen Finanzberater. Das ist eine Expertin in diesem Bereich mit viel Erfahrung. Der wird mit Sie weiterarbeiten, unsere Handelsplattform vorstellen, auch Finanzplan und Strategie erstellen. Mit unserem System, egal ob der Preis steigt oder fällt, Sie können Ihren potenziellen Gewinn jeden Tag sehen. Der Robot kauft. Ja, verstehen Sie mir? Ja, ich verstehe Sie. Okay, das ist gut. Mit meinem schlecht Deutsch. So, der Robot kauft und verkauft nach einem Algorithmus. Nur wenn ein Gewinnpotenzial gibt an der Finanzmarkt. Wir haben auch ein Stop-Loss-System, das den Verlust minimiert und den Gewinn maximiert. Also, wir sind ein Finanzinstitut, das mit einer Provision von 5% arbeitet. Also ist es im gemeinsamen Interesse, zusammenzuarbeiten. Wir helfen Ihnen, einen Gewinn zu erzielen und unsere Provision bezieht sich nur auf den Gewinn und nicht auf den Gesamtbetrag. Ah, okay. Ja. So. Sagen Sie mir doch erstmal, von welcher Firma rufen Sie überhaupt an? Sigber. Von welcher Firma? Sie heißen ja nicht Siegbert. Wie heißt Ihre Firma? Ja, das ist die Plattform, meine Plattform. Ich, ja, wie heißt arbeite sie denn? In Siegbert. Wie heißt Ihre Firma? Das ist die Name auf meine Firma. Ja, Firma Siegbert. Die Firma heißt Siegbert. Ja, Siegbert. Die Firma heißt Siegbert. Ja.
Ja, gut, dann sagen Sie mir, buchstabieren Sie mir das mal. Sie haben ja die Plattform. Wie heißt Ihre Plattform? Siegbert? Das ist die, ja, Siegbert. Und weiter? Siegbert. Bitte? Bert. Ja, buchstabieren Siegbert. Sie bitte auf Deutsch. Sie sind so schlecht zu verstehen. Okay. Einen Moment. Das ist Z für Zeppelin, I für Ida, G für Gustav, B für Berlin, E für Essen und R für Richard. Ja, und weiter dann? Für Regensburg, ja. Punkt.de? Ja. Punkt.de. Oder .com oder Punkt was? Nein, keine Punkt. Ja, Siegbert, ja, und wie ist Ihre Plattform? Wie heißt Ihre Plattform? Wo erreiche ich Ihre Plattform? Das Siegbert.com. Aha, so einfach geht's. Ja. Also .com, ja, okay. .com, ja. Ja gut, verstehen wirklich sehr schlecht. Gut, so, und wo sitzt Ihre Firma? Entschuldigung? Wo ist Ihr Firmensitz? Ah, in Switzerland. In der Schweiz? Ja. Ah ja, okay. Gut. In der Schweiz, muss ich gerade mal eben schnell nachgucken, ja? Ist ja kein Problem. Okay, ja. So. Ja, und warum rufen Sie sagen, Sie sitzen in der Schweiz. Warum rufen Sie mit einer Nummer aus Österreich an? Die Systeme rufen von Telefonnummer. Das. Ja, und, das ist mir klar, dass das eine Telefonnummer ist. Aber warum rufen Sie aus Österreich an, wenn Sie in der Schweiz sitzen? Keine Ahnung. Keine Ahnung? Es ist doch Ihre Nummer. Das ist nicht meine Nummer, das ist computergenerierte Nummer. Wenn Sie möchten zu rufen mir auf diese Nummer, Sie kann rufen mir. Das ist. Sie rufen doch an. Ja, ich rufe, aber wenn aber Sie möchten zu rufen dann, mir. Ja, nein, ich will ja erstmal wissen, wie kommt es, dass eine Firma aus der Schweiz mit einer österreichischen Telefonnummer anruft? Das möchte ich wissen. Ich keine Ahnung, Herr. Ah ja, Sie das haben keine nicht Ahnung. Das ist meine Telefonnummer. Das ist nicht meine Personaltelefonnummer. Und also Sie sitzen in der Schweiz und haben eine persönliche Nummer aus Österreich. Ja, das war, Sie sind in Germany und ist besser zu rufen von Österreich oder Deutschnummer, dann von Switzerlandnummer. Nee, das ist, nein, das ist verboten in Deutschland. Das ist verboten. Sie müssen mit der Nummer anrufen, wo Sie sind. Und Sie rufen ja nicht aus Österreich an. Sie sind offensichtlich in der Schweiz. Okay, gut, okay. Ja. Dann die nächste Frage. Ihre Plattform, wie alt ist Ihre Plattform denn? Sind Sie eine erfahrene Firma? Die Plattform ist 10 Jahre. Ihre Plattform ist 10 Jahre alt. Ah ja. Ja. Ist schon komisch. Okay. Und wo sind Sie registriert und reguliert? In der Schweiz? Einen Moment. Einen Moment hier. Die Adresse ist Via Cantonale 2a. Nein, wo Sie reguliert und registriert sind, habe ich gefragt. Sie verstehen wirklich kein Deutsch. Sie möchten die Adresse, ja? Nein, ich möchte wissen, wo Sie reguliert und registriert sind. Die registriert in Manu, Switzerland. Und wo da? Manu.
6928 ist die Code, Manu ist die Stadt und in Switzerland. Ich will keine Adresse, ich möchte wissen, wo Sie registriert und reguliert sind. Haben Sie jemanden, der Deutsch spricht? Nein, nein. Alles in Switzerland. Ja, aber Sie, warum haben Sie keinen Mitarbeiter, der Deutsch spricht? Sie verstehen gar nicht, was ich sage. Ja, ich verstehe nicht, ja. Ja, tatsächlich, es ist so. Ja. Haben Sie einen Kollegen, okay, der Deutsch spricht? Heute, ich habe nichts. Ich habe nur Kollegen mit Englisch und Tschechki und Srpski. Ja, warum rufen Sie dann in Deutschland an, wenn Sie kein Deutsch sprechen? Ich kann sprechen Deutsch, aber Sie haben... Sie verstehen so kein Deutsch. Sie verstehen meine Fragen noch gar nicht. Hallo? Ja, hallo? Sie müssen sich jetzt nicht stumm schalten. Hallo? Nun. Ah, jetzt ist er raus. Hallo? Hallo, schönen guten Tag. Herr Werner Brümmer, mein Name ist Johnny Baumann, ich bin Account Manager. Sie haben sich kein Handelskonto registriert, stimmt das? Das ist richtig, ja. Super. So, hatten Sie schon mal Erfahrung gehabt mit Investitionen? Mit Investitionen? Ja, hatte ich schon mal, ja. Ah, hatten Sie schon mal, gut. Das ist super, das ist perfekt. So. Da, mit welcher Summe wollen Sie für erstmal anfangen? Vielleicht sagen Sie mir erstmal, welche Firma Sie sind? Wir sind hier ein Investment. Wir arbeiten mit vielen kleinen Plattformen zusammen, ja. Ja, gut, okay. Sozusagen, Sie haben sich da bei irgendwelchen Webseiten angemeldet, ja. Die hat es weitergeleitet an uns. Und wir geben dann unseren Kunden die Zugangsdaten, also Zugang für die Trainingsplattform und unsere Finanzberater. Und da ist es dann nicht nötig, dass man sich erstmal als Firma vorstellt? Wie bitte? Und da ist es nicht nötig, dass man sich erstmal als Firma vorstellt, sondern gleich irgendwie Geld haben will? Weil, ich habe nicht gefragt, wenn die Kunden fragen, von woher wir kommen, sage ich auch. Ja, dann erzählen Sie mal was über Ihre Firma. Was wollen Sie genau wissen? Seit wann wir existieren oder was wir machen oder was wollen Sie wissen? Genau? Ja, genau. Alles im Prinzip über Ihre Firma. Zum Beispiel, wie ist Ihre Webseite? Dass ich da schon mal gucken kann. Kannst du bitte wiederholen? Sprechen Sie kein Deutsch oder? Ich höre Sie schlecht. Sie sind irgendwie weit von dem Sprecher. Ich bin nicht weit vom Sprecher. Ich habe den Hörer direkt vorm Mund. Okay, kannst du dann bitte wiederholen, was Sie gesagt haben? Ich habe gefragt, wie heißt Ihre Webseite, Ihr Portal? Ah, unsere Webseite, ja. Ja, genau. Haben Sie auch WhatsApp? WhatsApp? Ich nutze kein WhatsApp. Aber Sie können es ja sagen. Um das zu sagen, brauchen Sie WhatsApp? Nein, ich wollte Ihnen einfach die Webseite halt zusehen, aber okay. Kann ich auch Ihnen vorsagen. Ja, genau. Genau. Damit habe ich auch kein Problem. Gut, dann los. So, und zwar... es heißt, schreiben Sie? Ich schreibe, ja. Union? Ja. Investment? Ja. Management? Alles ein Wort? Nee, das sind falsche Tagswörter. Was? Union ist einziges Wort, Investment ist einziges Wort. Der Leerzeichen gibt es ja nun mal nicht bei Webseitenadressen. Also dann buchstabieren Sie es doch mal. Wenn Sie da die Hälfte weglassen, macht es ja keinen Sinn. Ja, wenn Sie da halt bei Google eingeben, Union Investment Management Limited. Ich wollte Ihre Webseite haben und ich danach googeln. Das ist auch ja auch unsere Webseite. Ja, dann nennen Sie doch Ihre Webseitenadresse. Ist doch ganz einfach.
Sie müssen da gar nicht rumpusten. Die Webseite. Okay. Ganz normal HTTPS, dann slash, dann find and update company information service. Also das ist viel komplizierter als das, was ich Ihnen gesagt habe. Ja? Also Sie sind nicht mal in der Lage, eine Webseite zu nennen. Union minus Investments oder wie? Meine Herren. Union Investment Management Limited. Limited. Sehen Sie auch unsere Webseite. Ich wollte Ihre Webseite haben und die Webseite. Mein Gott, Sie sind wirklich ein dämlicher Scammer. Okay, hat sich schon erledigt. Ja, denke ich auch so. Tschüss. Ja, genau. Tschüss, Sie Scammer. Hallo? Guten Tag, Herr Adamczyk. Ja? Marcel Gras am Apparat. Wir haben uns abgeschlossen, heute zwischen 12 und 13 Uhr zu telefonieren. Sie haben geschrieben, dass Sie eine Frage haben. Ja, mehrere Fragen im Prinzip. Oh, sehr schön. Ja, zum Beispiel... Dann haben wir ja Zeit, es alles zu besprechen. Ja, genau. So richtig weiß ich noch nicht so ganz genau, wie das Ganze funktioniert. Können Sie mir das mal erklären? Ja, ganz gerne, sage ich so. Und zwar, erstmal möchte ich Ihnen gerne fragen, wie weit Sie eigentlich von dem Thema Börsenhandel betroffen sind. Sie haben ja keine Erfahrung noch, ja? Richtig. Also, sehr schön, das ist überhaupt kein Problem für uns, weil Sie von unserer Seite ein Unterstützungsportfolio erhalten werden. Die steht aus einem Robotersystem, die für Sie automatisch an der Börse handeln wird. Darüber haben Sie bereits erfahren über mein E-Mail mit Informationsbogen und über die Werbung, wo Sie sich ja auch angemeldet haben. Also ich glaube, zum Robotersystem, also ist klar, dass ein Softwareprogramm, die automatisch an der Börse handelt und verschiedene Vermögenswerte analysiert, also und versucht schnellstmöglich die beste Deals für Sie aufzusuchen und zum erfolgreichen Gewinn reinbringen. Aber das Wichtigste, was Sie von uns erhalten werden, dass Sie keine Erfahrung beherrschen, das ist einem Senior-Analytiker, in sich von einem finanzerfahrenen Analytiker, der schon über 15 Jahre Erfahrung an seinen Schultern beherrscht. Also der Mann ist dafür da, damit Sie auf keinen Fall zu Verluste kommen werden, weil der böse Markt sehr abhängig von verschiedenen Nachrichten, von verschiedenen Entscheidungen, was Stadt trifft und was in der Welt eigentlich passiert. Und genau deswegen, da das unser Robotersystem funktioniert nach einem technischen und fundamentalen Analysen, sollen Sie auch eine menschliche Intelligenz bei Ihrer Seite haben. Im Grunde genommen, Sie sollen um nichts sorgen, damit Sie mit uns gemeinsam Geld verdienen werden, weil Hauptprinzip von unserer Zusammenarbeit ist, passive Geldquelle auf Aufnahme auszubauen. Für Sie passiv. Wird Sie. Ja. Okay. Eine Frage noch. Wo ist denn Ihre Firma? Wo sitzen Sie denn? Wo aus rufen Sie denn an? Also die Adresse ist auch Ihnen bekannt gegeben per E-Mail. Also unsere Hauptabteilung und Hauptstation befinden sich in London, aber wir sind ein großer Unternehmer und ein großer Holding, also die verschiedene Werbungen an verschiedene Europaländern beherrscht. Also das heißt, dass wir arbeiten mit deutschsprachigen Kunden, mit fremdsprachigen Kunden, mit englischsprachigen Kunden, fast Europa oder wie gesagt weltweit, weil wir haben auch Kunden aus Kanada. Aber wir arbeiten nicht mit USA, weil USA hat verschiedene, ein bisschen andere Gesetze zum Online-Handeln und Prozessen. Und die werden auch nach anderen Lizenzen geregelt. Und wir arbeiten auch nicht mit Russland oder Ukraine oder die Dritte Weltländern. Ja, okay. Gut, aber die Frage hatten Sie jetzt noch nicht beantwortet. Also doch, ich habe gesagt, dass unsere Hauptstation genauso... Nein, ich hatte gefragt, von wo aus Sie jetzt telefonieren. Wo sind Sie? Also ich persönlich, ich befinde mich auch in London, in Großbritannien, und ich rufe Ihnen aus einem Callsystem aus. Also
von meinem Rechner. Also ich befinde mich in einem Callcenter, ich rufe Ihnen aus meinem Rechner an und so sieht es aus. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, welche Handynummer wird Ihnen angezeigt, weil, ja, weil? Kann ich jetzt ehrlich nicht wissen. Ja, weil es ein Weil Sie rufen gerade aus Österreich an und das ist ja nun mal in Deutschland verboten, aus einem Land anzurufen, in dem man nicht selber sitzt. Also nach deutschen Gesetzen kann ich Ihnen... Ja, das ist genau nach deutschem Gesetz verboten. Bloß haben Sie sich bei uns angemeldet in einer britischen Firma und die Wege, welche wir benutzen, also ist bei unserem Land, sind nicht verboten. Und es kommt ja, aber auch Sie auf, rufen ja hier in Deutschland an. Und in Deutschland ist das verboten. Sie melden sich aus Deutschland in Großbritannien an. Ja, aber Sie rufen ja in Deutschland an. Das ist der Fakt. Sie rufen ja aus irgendeinem Land in Deutschland an und das ist in Deutschland verboten. Das, was in Deutschland verboten ist, ist auch in Deutschland verboten. Ja, richtig. Weil ich mich... Weil und Sie, ich bin ja hier in Deutschland. Und Sie müssen sich dann an... Sie rufen in Deutschland an und da müssen Sie sich an deutsche Gesetze halten. Ich muss mich an die Gesetze halten? Ja, genau. In dem Land, wo die, ich mich beherrsche. Nein, Sie und rufen in Deutschland an, Sie müssen sich an deutsche Gesetze halten. Ich möchte ehrlich gesagt nicht mit Ihnen über deutsche Gesetze diskutieren. Falls es Ihnen nicht zu Recht ist, können wir das Ganze auch beenden. Und ja, es ist aber schon mal der erste Punkt. Und zweitens, wie war Ihre Webseite nochmal bitte? Also Portraitspot, Sie haben das auch über den E-Mail erfahren. Ja, .net oder .com? .com. .com, mhm, okay. Ja, ist prima. Und Sie handeln dann also aus von England aus und haben in Deutschland keinen Sitz, richtig? In Deutschland haben wir keinen Sitz, ne. Okay, wir sind geregelt nach einer SAE-Lizenz, das ist eine britische Lizenz auch, also... Ja, und können Sie mir dann die Lizenznummer mal kurz nennen? FCA. Ja, Das ist ja die Aufsichtsbehörde in England. Ja. Genau, ja. Und die Lizenznummer? Das muss ich nachfragen bei meinen Finanzabteilungen. Ja, dann machen Sie das doch einfach mal. Das wäre nett.